Auch heute präsentiere ich Ihnen wieder einen Fall, den man mit Google in 2 Minuten lösen könnte. Aber wir bauschen ihn auf über 1/2 Stunde auf. Das pulsierende Bredwitz in der schönen Granuer Geröllsenke. Eigentlich zählen wir an dieser Stelle immer noch ein paar Funfacts zum Ort auf. Allerdings gibt es zu diesem Kaff wirklich gar nichts zu sagen. Außer, dass die 25-jährige Sabrina hier lebt. Die gelernte Briefkuvertfalterin hat einen sehnlichen Wunsch. Einmal ihre ganz privaten Familienangelegenheiten im deutschen Fernsehen zu zeigen und dabei mit einer extrem kitschigen Musik unterlegt zu werden. Sabrina, wen suchst du? Meinen Vater. Wie lange schon? Er hat uns verlassen, als ich 3 war. Oh, ein Sahnesommelier. Ja. Kloß im Hals? Ja. Bisschen mehr Emotionen, bitte. Ja. Es wird alles gut. Wie immer führt Linas erste Spur zum Einwohnermeldeamt. Glücklicherweise hält man hier auf dem Land den Datenschutz für einen schlechten Witz. Und wir dürfen drehen. Martin Rohmüller. Ja, der hat hier 22 Jahre lang gewohnt, ist dann weggezogen. Möchten Sie die Adresse, wo er damals hingezogen ist, oder die Adresse, wo er heute wohnt? Nein, nein, bloß nicht, sonst ist die Sendung ja gleich vorbei. Ich nehme die erste Adresse, bitte, die von damals. Drucke ich Ihnen gerne aus, geht ganz schnell und ist schon gedruckt. Lina verreist gerne und da kommt es sehr gelegen, dass uns die erste Spur nach Italien führt. Am Zielort angekommen, stellt sie natürlich fest, dass der Vater hier nicht mehr wohnt und sie beginnt, Nachbarn zu befragen. Entschuldigung, ich brauche Ihre Hilfe. Ich suche diesen Mann hier. Cosa vuoi nel mio giardino? Vai via! Cazzo, Mucca! Danke, sehr freundlich. Ist das nicht komisch, dass ich alle Leute auf Deutsch anrede und sie antworten mir auf Italienisch? Sì, è una situazione molto strana. Dankeschön. Lina ist verzweifelt. Ihre Suche scheint ins Stocken geraten zu sein. Wir zeigen sie beim Telefonieren und Recherchieren. Denn es soll aussehen, als ob sie nichts unversucht lässt. Da wird es Zeit für die unerwartete Wendung. Sai, ho conosciuto ragazzo in Italia, si chiama Martin. Martin, ja. Però ora io sono qui a lavorare qua e lui è tornato in Germania, ma non ho l'indirizzo. Danke. Okay. Danke. Ciao. Wie schön, eine plötzliche Wendung der Geschichte. Lina zeigt Sabrina jetzt ein Video, wie sie den gesuchten Vater gefunden hat. Dabei filmen wir Sabrina und hoffen auf große Emotionen und ganz viel Tränen. Dabei kümmert sich Lina liebevoll um Sabrina. In dieser versteckten Straße muss Sabrinas Vater wohnen. Bin ich richtig aufgeregt. Nach dieser obligatorischen Moderation im Auto und einem Klingelbild hat Lina es geschafft. Sabrinas Vater wurde gefunden und ist sichtlich gerührt. Ach so, 28. Ja dann, da möchte ich Sie gerne kennenlernen. Und als ich deinen Vater getroffen habe, hat er sogar eine Nachricht für dich aufgenommen. Sabrina, mein Stern, wie schön, endlich eine Tochter zu haben. Ich hoffe, du freust dich auch. Ich habe da ein kleines Problem und vielleicht könntest du mir helfen. Es war eigentlich eine total sichere Geldanlage. Komm, lass uns jetzt zum tränentriefenden Ende gehen. In einem unglaublich weiten Bild trifft der Vater links unten auf die Tochter rechts unten. Die billige Archivmusik spielt zu einem kitschigen MIDI-Höhepunkt auf. Tränen fließen und Lina freut sich für alle Beteiligten. Weint nur, meine Lieben, weint. Eure süßen Tränen sind mein Antrieb.